Vor 20 Jahren hat ihn die Sammlerleidenschaft gepackt. Seitdem hat Ingbert Völker auf Usedom einen stattlichen Fundus aufgetürmt. Er hortet und verleiht historische Stücke. Der gelernte Zauberer baut auch Dekorationen. Zum ersten Mal soll er nun die Kulisse für einen großen Märchenfilm bestücken. Wir müssen da ja einen Weihnachtsmarkt der 1860 sozusagen ausstatten. Und da sind natürlich alte Handwerksgerätschaften gefragt und werden auch benötigt. Also wir machen da eine Schmiede, wir machen Kerzen ziehen und dann einfach so eine Handwerkssache. Und da brauchen wir halt natürlich das entsprechende Equipment dazu. Auch der Scherenschleifer aus dem 19. Jahrhundert kommt mit. Das Originalstück aus Amerika hat er im Internet ersteigert. Zwei volle Lkw müssen zum Drehort nach Berlin-Spandau. Und wenn er schon mal da ist, soll Ingbert Völker gleich auch als Komparse mitspielen. Für die ARD-Produktion Das Mädchen mit den Schwefelhölzern sind seine Requisiten Gold wert. Seine Drehorgel ist klar für die Szene. In der alten Zitadelle in Spandau wird die Zeit 160 Jahre zurückgedreht. Auch Ingbert Völkers Karussell ist Teil des Ganzen. Er hat es selbst gebaut, mit originalem Holzzahnrad. Bis die Szene gedreht wird, heißt es warten. Lange warten. Das ist mal ganz was anderes, weil wir haben sonst natürlich immer feste Zeiten, feste Termine. Wir wissen ganz genau, wann wir fertig sein müssen. Und das ist hier also komplett anders. Das ist immer auf Zuruf halt alles. Und mal schauen und wir werden mal sehen. Und keiner will sich richtig festlegen. Also das ist schon sehr interessant. Dann hat sich doch einer festgelegt und er muss los. Probenbeginn. Ingbert wird auf Stelzen gehen. Okay, dann bitte noch einmal Ruhe. So. Ja, mein Freundchen, jetzt hängst du wieder an der Leine. Dann dreht ihr euch um, dann macht ihr dann beide. Regisseur Uwe Jansson weist die Kinderdarsteller ein. Erzählt wird die Geschichte des Waisenmädchens Inga. Arm und halb erfroren muss sie Schwefelhölzer verkaufen. Ein Märchen ohne Happy End. Schwefelhölzer! Kauft sie Schwefelhölzer! Schwefelhölzer! Immer wieder wird die Szene geprobt. Jetzt Schwefelhölzer! 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 Ja, genau. Der ist gar nicht kitzelig, der ist komplett aus Holz. Ein Großkampftag für das Filmteam. Dutzende Statisten müssen koordiniert werden. Und mittendrin leisten die Usedomer Requisiten ihren Dienst für die historische Stimmung. Zwischen all den gut ausgesuchten Typen, hochkomplizierten Frisuren und dem Profiteam ist Ingbert auch ein bisschen stolz, einmal in die Filmwelt einzutauchen, sagt er. Weihnachten wird er dann in der ARD zu sehen sein.